So, Ruhe, so viel Zeug bekommen. Mir ist aber auch gerade was durch den Kopf gegangen. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt aktuell? Ich habe über 20 Erz gerade im Inventar, weil ich farm war. Oh, das klingt sehr gut. Ich möchte direkt Barren, weiß ich nicht. Nein, 9 Stück. Wir müssen jetzt mal auf Eisen gehen, denn ich möchte wirklich mal mit den Motoren was testen. Zehn Eisen haben wir gerade drin. Wenn das nämlich klappt, was ich jetzt vorhab, dann sind die nicht mehr an der Seite, dann sind die hinten beim Anker. Dann müsste man den Anker auch nochmal neu setzen, dass ich den umdrehen kann. So kann ich dann mich eben mal umdrehen, Anker lichten, wieder umdrehen und die Motoren ausschalten. Na gut. Ich fahre noch ein bisschen, solange ich daheim nicht. Ja, mach ruhig. Aber Unterwasserbomben oder so ein Unterwasser-Elektroschocker wäre schon nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, man kann ja auch, abgesehen vom Schwert, kann man keine Waffe unter Wasser verwenden. Ja, da müssen. Eine Harpune oder sowas wäre noch geil. Ja. Was will ich denn jetzt hier oben? Bin ich bescheuert? Metall und Nägel brauche ich. Ich brauche Holz und Plastik. Wow. Jetzt geht das Plastik wieder drauf. Boah, das knapperte voll, setzt mich schon wieder an. Das sind 1, 2, 3, 4. Wir haben das Boot so konstruiert. Da hinsetzen, dann also einmal hier. Gleich automatisch mal verstärken. Damit der Hai nicht auf dumme Gedanken kommt. Gerade irgendwie so grottendämlich aus, was ich hier baue. Aber gut. Lässt sich nicht vermeiden. Nägel. Hier. Kann ich noch 2 Stück. Ich habe den jetzt einmal umrundet, ich habe nichts Dolles mehr gefunden am ersten. Hast du Metallschrott auch eingesammelt? Klar. Okay. Also Sand und sowas jetzt halt nicht. Nee, hauptsächlich Metallschrott, weil daraus mache ich ja die Nägel zum Verstärken. So. So und so. Der nimmt jetzt 1, 2, 3 nimmt der ein. Das heißt, ich müsste noch 1 setzen. Dann kann ich hier hinten oben dann später auch wieder erweitern. Und den Anker müssen wir dann halt nur noch drehen. Einmal abbauen und drehen. Ja. Ach, ich hab schon wieder. Nee, was war das? Scheiße. Ah doch, war O. Ich hab schon wieder O gedrückt. 3. So. Ach, hast du die Anzeige gehabt? Ja. Wir haben jetzt hinten keine Auffangnetze mehr, wollte ich dir nur mal sagen. Und wo denn? Erstmal hinten gar nichts mehr dran. Ja, aber wir brauchen ja besonders Plastik jetzt, meinst du doch. Ja. Und dafür brauchen wir die Netze. Ich weiß. Warum willst du eigentlich generell jetzt schon umbauen? Weil ich die Motoren jetzt hinten dran haben will. Ja, aber warte doch erstmal, bis wir bei diesem Hauptmissionsziel sind, welche Gegenstände da vielleicht neu dazukommen. Weil dann habe ich irgendwie im Gefühl, dann denkst du nochmal komplett neu und wirst wieder neu bauen.
Hä? Was ist mit dem Fischeintopf? Warum hast du den weggeschmissen? Das Rezept, das habe ich schon. Ach so. Schon dreimal. Ah, so. Naja, seitlich jetzt anbringen, bringt es auch nicht. Ich könnte halt den ersten Motor versuchen hier hinten. Ich brauche noch ein Plaste. Dann könnte ich dort das dritte Teil setzen und dann könnte ich versuchen, die Motoren schon mal hin zu platzieren. Also mach wie du willst, aber ich denke, dass es noch zu früh ist. Hier ringsum ist nichts mehr. Das Holz, das Holz. Das Plaster. Wo ist der Hai? Da kommt der andere Wichser. Scheiße, der hat mich noch erwischt. Das und verstärken. Könntest du mal hochgehen und einlenken? Weil ich den Anker gleich mal hier entfernen werde. Ich bin mir eigentlich sicher, ich habe schon eingelenkt. Kann schon, ja. Geht schon. So. Und wir fahren noch genau auf den Punkt zu. So drehen und setzen. Den Wimpel entferne ich jetzt hier einfach mal. Entferne bitte keine Stütze, die meine ganze Koch... Nein, ich habe den Wimpel entfernt. Was für ein Wimpel? Die kleine rote Fahne, die wir hatten. Wir hatten eine kleine rote Fahne? Ja. Hey, da guck mal nach hinten. Ja, und? Ich baue die Motoren jetzt da hinten ran. Hast du ja schon zum 10. Mal gesagt. Nein, zum 2. Mal. Guck, schlimm genug. So. Und Holz ist sogar noch drin, ich kann die jederzeit einschalten. So, So, dank Ei gibt es was Neues auf der Speisekarte. Jo. Ja, das gibt ganz schön was. Eins habe ich noch für dich, hier ist drin, dann dieses gleichschenklige Hühnerunterschenkel. Ja, ja, ich brauche das erste Mal nicht. Ich sag's nur. Ich bin erste Mal rundum zufrieden gerade. Das wollte ich gerade rausmopsen. Also, hier in der Kiste schon. Nicht so wild. Kunststoff. Kunststoff. So, jetzt kann ich hier hinten schnell weitermachen. Da kommt ein Fass an. Ja, ich kann aber gerade nicht. Ich sag's nur, ich auch nicht.
Welches meinst du denn? Ach so, du gehst zu dem, dann nehme ich das hier hinten. Natürlich trifft er mich auch noch. Was, Arschloch? Ja. Ja. Der trifft jeden komischerweise. Ja, wenn ich springe, manchmal nicht. Wenn ich im richtigen Moment springe, aber das ist leider selten. Weil irgendwie haben wir ziemlich viel Palmblätter. Ja, ich denke mal, Seile werden wir bestimmt noch oft genug brauchen. Besonders dann für diese komischen Swiglines. Ja. Wer ist das auf Deutsch? Ich brauche schnell zwei Eisen. Ha! Da wollte er schon wieder. Soll ich mal die Motoren starten? Ne, brauchst du nicht. Warum Holz verschwenden? Wir sind alles richtig auf dem Kurs. Ach, ich hab doch noch 10 Holz im Gepäck. Okay. Jetzt können wir. Okay. Jetzt ist die Frage. Hier habe ich so einen Stützpfeiler drin, ja. Da ist keiner. Was? Ach so, die Batterie. Die hat noch ein bisschen Power. Jetzt musst du aber ordentlich Speed drauf haben. Ich merke keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Nö, es hat bloß eben Motor gerattert gerade. Dennoch merke ich keinen Unterschied von der Geschwindigkeit. Das war nur Holz. Herfass. Kartoffel und Rot rüber. Ein bisschen Stein und Schrott. Ja, da haben wir das wieder. So. Jetzt könnte ich normalerweise. Das war wieder ein kleiner Leck. Den hatte ich aber auch. Kann ich die einfach so hier anbringen? Tatsache. Ich glaube, der Motor stottert schon wieder.
Oder hat da einfach nur kein Holz? Warte. Nee, das heißt gelaufen. Ich war schon im Schwung, aber das hilft mich trotzdem. Insel voraus. Ja. Ich sag's nur. Hallo? Ah, man kann die Richtung ändern. Das müssen wir jetzt auch neu. Okay. Du hast jetzt gerade die Richtung geändert? Nee, am Motor kann man die Richtung ändern. Das wusste ich noch gar nicht. So, da kommt ein Stein rein, da kommt das rein, da kommt das rein. Boah, ich hab schon wieder Durst. Willst du mich verarschen, ne? Erkennen, ob das groß ist, ob die Insel groß ist oder nicht. Schätzt also ich glaube, das war eine große. Da ist auf jeden Fall was auf der Insel drauf. Es ist eine Hauptstory-Insel. Da sag doch was, da hauen wir den Motor noch mal an. Ach, der ist gar nicht an? Nee, ich muss ganz kurz Planken platzieren. Einschalten. Oh, er trifft mich jedes Mal. So schnell kann ich doch gar nicht wieder an Bord. Warte mal, wo war denn das mit Umschalten jetzt? Hier Richtung ändern. Oh, jetzt fahren wir rückwärts. So, jetzt. Nee, hä? Jetzt fahren wir rückwärts. Ja, jetzt fahren wir vorwärts, genau. Was hast du eben bitte gemacht die ganze Zeit? Ja, ich, das ist vorwärts. Ich muss erst mal damit klarkommen. Du weißt doch, wie rum Propeller sich dreht. Also auf die Insel gehen wir definitiv zusammen drauf. Und dann müssen wir wieder ganz viele Sachen fahren. Da oben ist ein Funktor. Ja. Ich brauche ganz kurz eine leere Kiste. Mache ich das erstmal hier alles rein? Nee, das ist eine Art Boot oder Schiff. Eine Yacht ist das. Cool. Das. Ich habe hier noch zwei Kartoffeln und eine Rübe. Ui, wohin soll ich? Such geradeaus, aus, oder? Such dir aus. Das ist schon wieder die Yacht. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall Stirnlampe und hier, wie heißt das? Speer. Ja. Da können wir dann ringsum auch wieder ordentlich abfahren. Bist du am Anker? Warte, ja. Ja, sag wann. 3, 2, 1, jetzt. So. Da nehme ich auf jeden Fall genug Essen mit. Ja, Dito. Das da. Und das da, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Ja, und was ist mit Wasser nachfüllen, du Dulli? Ich musste erstmal wegen der Möwe. Die schon wieder an meinen Feldern dran war. Was tut oder soll ich? Ich bin gerade dabei.
Oh, das gefällt mir jetzt, wenn die Motoren da hinten dran sind.